gehen. Aber echt. Wir haben sowieso total viele Schlawiner jetzt gerade im Moment am Deck. Das eine sind voll die Rabauken, die irgendwie die ganze Zeit nur wollen, dass ich mich prügle mit ihnen. Das andere ist ein Fremdgänger. Wer kommt jetzt als nächstes? Ist ein Killer oder wie? Der Typ, der wollte, der wollte ja, dass ich jemanden umbringe, stimmt. Warum schläft er draußen? Er könnte doch einfach in einem Gasthaus schlafen, aber okay. Vielleicht passt er nicht durch die Tür, das kann ja auch durchaus sein. So. Jetzt mal zurück. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen dem hier und... Wo war ich denn gerade eben? Das da... Das habe ich, glaube ich, gemacht und das habe ich noch nicht gemacht. Das heißt, wir gehen einfach mal hier hin. So, ja, und ich spiele jetzt im Moment auch privat Final Fantasy World. Das mit diesen Chibis, das finde ich echt ziemlich gut. Ich war überrascht, dass ich das so, doch so gut finde. Oh, ich sehe Visionen vergangener Mahlzeiten. Das kann kein gutes Zeichen sein. Oh, der verhungert mir hier fast. Danke. So. Hallo? Kostenloses Futter, endlich. So, nochmal am Arm und dann... Ach, es ist Sonnenaufgang. Schon gut, schon gut. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ach, das ist doch wieder ein Dings. Oder nicht? Nee, das ist doch von... Ran an den Speck. Bist du bereit für einen echten Kampf? Sie werden aus allen Richtungen kommen, also konzentriere dich. Kneifen gilt nicht. Stürz dich einfach auf sie. Sei kein Feigling. Aus allen Richtungen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich hab's... Wie soll ich denn die kriegen? Ach, das... Ah, okay, das ist so... Ich wäre lieber oben geblieben. Ah ne. Oh fuck. Ja, das war jetzt hier mal ein ganz schön schlimm. Ah! Ey, das sind ja mal richtige schlimme Dinger. Als ich. Okay, hinterherlaufen kann ich den nicht. Das heißt, ich muss den Weg aufhalten. Ich muss hier. Ah! Ich bleib mal lieber hier. Der hat einfach. Okay, ich glaube, da. Brauche ich gar nicht zu versuchen. Ich bin da schlecht drin. Oh nein. Ja, wie konnte ich da bitte schon keins... Wow. Ich glaube, das war das... Ich habe immer gedacht, das wäre das schlechteste Minispiel gewesen, die anderen, aber anscheinend war das... bin ich da bisher am schlechtesten drin. Hast du es gesehen, Mickey? Du hast da draußen richtig reingehauen. Weißt du was? Es hat endlich einen guten Spitznamen für dich gefunden. Du wirst also befördert von Kleine zu Kundschafterin. Gefällt dir das? Na klar doch. Wer mag Kundschafter denn nicht? Niemand, genau. Das heißt aber nicht, dass du jetzt faulenzen kannst. In der Hierarchie des Lebens stehst du immer noch unter uns. Und jetzt zieh Leiner. Wir haben Dinge zu erledigen. Wow. Auf ein Wort. Warum lässt du mich verhungern, Wildfang? Ich mag zwar alt sein. Ja, okay, du kriegst was zu futtern. Es tut mir leid, Hilfe. Du kriegst auch Apfel. Und direkt umarmen. Das hättest du noch nicht gegessen, aber... So. Danke, das ist so lecker.
Oh, so süß. So, jetzt mal wieder ab. Weiter. Olivensamen. Oh, die kann ich auch gebrauchen. Ah, stimmt. Eine Sache, die ich bauen wollte. Habe ich ganz vergessen. Zerkleinerer. Pulsar. Ah, jetzt kann ich die Barren machen. Wenn ich... Oh, was macht sie da gerade? Ja, bitte. Sorry. Ich will da gerade selbst was machen. Nein. Willst du wissen, was du verpasst hast? Ist nicht so viel passiert. Wir haben nur jemand Neues auf dem Schiff. Das sind die Mafiosi. Der Mafioso-Bulle mit einem Mafioso-Kolibri. Lass mich weiter ernst machen. Oh, das nervt mich jetzt schon, das Erz hier. Oh. Nein. So. Pulsarbarren. Da war jemand ganz kreativ beim Namen. Kundschafterin. Komm mit uns. Okay, ja, okay. Ist ja okay. Ich wusste gar nicht, dass die hier hin wollten. Das war der neue. Kolibri mit dem Rind. So. Geh lieber weiter. Ich treffe mich hier mit jemandem, aber definitiv nicht mit dir. Er sagte unauffällig. Und dieser Riesenhut ist alles andere als unauffällig. Oh, gerade gehen mir die Leute ziemlich auf den Sack. Diese ganzen Gangster. Hui. Talent. Ah! Ah, cool. Dann werden wir ja doch noch ein paar mehr, Leute. Hallöle, Leutchen. Und wir sind jetzt gerade auf der Suche nach dem perfekten Valentinstagsgeschenken für die. Also es ist nicht wirklich auf Valentinstag bezogen, aber der Löwe will sich irgendwie wieder bei seiner Löwin einschleimen und schenkt ihr deswegen ganz viele verschiedene Sachen. Und hier kommt man irgendwie nirgendwo rein und ist irgendwie ein komischer Ort. Ich will gucken, dass ich nichts übersehe. Immer die ganzen Türen, die zu sind. Ich will mal, dass etwas auf ist. Yay! Gemeckert und direkt danach was gefunden. Burgerstrauß, ja. Oh ja, das wäre geil. Oder auch Sushi. Hehe. Hast du was? Hey, da war... Ich bin doch gerade eben... Okay, weird. Bin ich da drüber gefahren? Habe ich nicht mitgekriegt? Ach, da sind ganz viele. Na schön, ihr Rohlinge. Ihr solltet euch für eure musikalisches Unwissen schämen. Herbstausklang ist das beste Lied der Welt. Darin besteht kein Zweifel. Kämpft, kämpft! Das ist eine schamlose Lüge. Mythos der Liebenden ist nicht nur das bessere Lied, sondern auch technisch interessanter. Du hast keine Ahnung von Musik. Unmöglich. Es ist dasselbe Lied, du Holzkopf. Die Wörter Mythos der Liebenden kommen im verdammten Text vor. Stimmt doch gar nicht. Du hast keinen Geschmack und keine Ahnung. Lol. Hey,
Regel diese Angelegenheit für uns. Diese völlig verblödete Tür behauptet, dass Herbstausklang und Mythos der Lieben seien unterschiedliche Lieder. Das ist einfach nur falsch. Bitte hilf mir zu beweisen, dass die Deppen total daneben liegen. Spielst du Gitarre? Aber natürlich, sieh dir doch mal diese Finger an. Schwillen so groß wie Berge. Wenn du das Lied kennen würdest, könntest du es für uns spielen. Aber Moment mal, ich weiß, wo du die Partitur für Herbstausgang auftreiben kannst. Das ist nämlich die Sporthymne der Stadt, aus der ich stamme. Die kennt jeder. Aus Nordweiler findest du sicher einen Laden, der das Angebot macht. Da musst du erhältlich sein. Hier ist dein kleines Taschengeld. Beides ruhig, aber bring mir die Noten. Habe ich die nicht schon? Cool, du hast die Partitur. Oh, nee. Keine uns. Ich und spielen. Das haben wir ja schon kennengelernt, dass das wirklich... Oh, sie spielt von alleine. Ja, super. Ich muss nichts machen. Yay. Fantastisch. Du rockst ja richtig ab. Ich hab's dir ja gesagt und ich hab's denen gesagt. Es ist dasselbe Lied. Danke dadurch, dass du diesen Streit geschlichtet hast. Jetzt werden uns diese sogenannten Musikliebhaber in Ruhe lassen. Jawohl. Yay. Weiß jetzt halt nicht, was das gebracht hat, aber okay. Ich mach sau viele Sachen in diesem Spiel, wo ich mir dann nachher denke, okay. Warum habe ich das jetzt genau gemacht? Was hat mir das jetzt geholfen? Aber okay. Ich habe gedacht, das wäre so ein schönes Ding. Nein. Gehen wir mal ein bisschen noch rutschen. So. Ah, nein. Oh. Am Ende hilfst du aus Versehen beim Tonhand. Ja, ich habe auch das Gefühl. Also irgendwann werde ich hier vermutlich zumindest mal einen kleinen Menschen verkaufen. Wie ihr wisst, kleine Menschen sind Kinder. Auch genannt Kinder. Kaufbeleg Kuh. Hä? Wow. Ich habe ja richtig Glück, was die Sachen hier angeht. Hey, du. Ich bin Randy. Ich weiß. Sollt ihr Händler nicht alle Theodor heißen? Schon. Aber nicht, wenn man Raccoon Inc. kein Franchise-Gebühren mehr bezahlt. Hör zu. Lass mich erklären. Ich weiß, was du denkst. Dieser Typ sieht zwielichtig aus. Nun, das stimmt. Deshalb würde ich mir einen Arm und den Bein abpacken, um dir die besten Preise bieten zu können. Und nicht nur die besten Preise, sondern auch die besten Gegenstände. Seh dich um und vergiss nicht, mein Name ist Randy und meine Auswahl ist unschlagbar. Gucken wir mal, was du brauchst mehr. Randy hat alles. Hallo, natürlich. Ja, es können auch andere Sachen außer ich klein sein. Nicht nur ich bin klein. Nicht nur ich. Und ich weiß ja nie, ob das Kinder sind. Keine Ahnung. Die haben so komische Themen. Ich habe sie ihnen doch gesagt. Aha, wir gewinnen. Lange lebe Herbstausklang. Wow. Nein, danke. Geh weiter, du Ekel. Du musst dich beherrschen. Fang nicht einfach so an, mir Fragen zu stellen. Du bist nicht von der Regierung. Außerdem antworte ich denen auch nicht. Aus dem Weg. Es sind hier überall so unhöfliche... Herbstausklang für alle Ewigkeit. Was sind das für... Die sind einfach nur komische Leute unterwegs. Naja, gehen wir mal nochmal zurück aufs Schiff. Ja, da hat sie genau recht. Ich bin nicht zu klein. Andere Leute sind nur einfach zu groß. Es hat ja auch seine gewissen Vorteile, ne? Man lebt länger. Oh, verflucht. Wir hatten uns geirrt. Hä? Ach, das ist jetzt die von denen. Ah, gehen wir. War ich hier schon? An sonnigen Tagen riecht es hier nach heißem Müll. Wenn die Sonne die Mülltonnen genau richtig trifft, kannst du die toten Fische total gut riechen. Da siehst du, wie unsere Steuerclips genutzt werden. Damit ihr tote Fische riechen könnt. Oh. Das ist aber frisch. Man sieht nichts und da fällt man ins Wasser rein. Danke. So, und hier ist nichts. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas nicht sehe oder übersehe. Aber es sind so viele Inseln. Ah, also gut. Was siehst du hier? Nichts.
Du hast nichts auf diesem Schiff. Das nervt, Mickey. Du musst den Kahn aufmöbeln, verstehst du? Lass uns etwas bauen, das diesem Schiff einen echten Stempel aufdrückt. Was meinst du? Gute Idee, Mickey. Du brauchst einen Zerkleinerer. Du musst ein paar Steine zerbröseln. Ja, mach dir keine Sorgen. Selbst ein Einfallspinsel wie du kannst das. Los, worauf wartest du denn? Ja, ich wollte den Zerkleinerer schon bauen. Jetzt hetz mich doch mal nicht so. Alte Frau ist kein D-Zug, okay? Dann können wir in der Zeit irgendwo anders hinfahren. Mal gucken. Es hat sich ja noch ein weiteres Stück unserer Karte aufgetan. Oh, mein Gott, es gibt so viele Orte. Ich vergesse jetzt schon die Hälfte. Ich bin halt auch echt nicht so gut in sowas. Da muss ich... Was ist denn jetzt schon wieder? Hey, Kleiner. Dies hier herumzukommandieren erinnert mich damals, als ich noch herumkommandiert wurde. Ich weiß schon, falls du das glauben kannst. Das erinnert mich an meinen letzten Job. Mein Bruder mag es nicht, wenn ich so oft darüber spreche. Wir waren Vollstrecker für Don Camino. Wir führen alle seine Befehle aus, ohne zu zögern. Kein Auftrag war zu klein für uns und wir waren effizient. Wir haben jeden Job erledigt. Niemand konnte uns aufhalten, nicht mal das FBI. Wenn du deine Karten clever spielst, erreichst du vielleicht schon bald unser Niveau. Wow. Ich weiß nicht, ob ich ihr Niveau erreichen will. Ganz ehrlich. Ich habe auch bisher noch nicht gesehen, dass sie irgendwas Böses gemacht haben. Sie haben einfach nur zu Leuten gesagt, dass sie was Böses machen sollen. Ich frage mich halt immer bei den ganzen Figuren. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich freue mich drauf, aber wenn die dann ins Jenseits gehen, dann frage ich mich immer, wie die das für sich selber begründen, wenn die so Vollstrecker waren oder sowas. Ach ja, ich müsste auch noch mal ein bisschen fischen. Die haben nur Nivea und nicht Niveau. Nee, Niveau haben sie nicht. Aber das Erz sieht total schick aus. Sieht ein bisschen Minecraft-mäßig aus von der Textierung. Komm schon. Ich hätte gern irgendeine Mark, die das hier für mich macht. Das ist so unnötig. Beim nächsten Stream, ich werde jetzt vermutlich nachher noch ein bisschen weiterspielen nach dem Stream. Und werde dann schon noch ein bisschen was vorfarmen, weil jetzt habe ich wieder so viele Sachen, die ich brauchen kann. Ich brauche zum Beispiel noch mehr davon und dieses Minispiel, das ist einfach... Hey, ich will das einsammeln. Dankeschön. Ich glaube, es war noch Zink. Auch noch. Sunspring Platz entdeckt. Jetzt mal ganz ehrlich gesprochen. Ich fand ja immer die anderen Städte, die waren jetzt etwas... Also es war schon gut zu erkennen, wie die sich unterscheiden. Aber ich weiß jetzt schon, wenn mich irgendjemand irgendwo hinschickt, dass ich diese ganzen Städte nicht unterscheiden kann, weil die sehen genau gleich aus alle. Ich habe das Gefühl, die haben einfach da eine Insel genommen, haben ein paar Häuser manchmal rausgemacht, ein bisschen mehr Müll draufgelegt und haben sich dann gesagt, ja okay, das ist jetzt auf jeden Fall die neue Insel. So sieht es nicht aus. Ja, ich sollte mal die Leute wach machen. Ich vergesse das in letzter Zeit immer. Und danach wird der Zerkleinerer gebaut. Werden dann erstmal die Knochen unserer Opfer zermalmt. Oder wie der eine gesagt hat, die Reste von unseren Bäumen, von den lebenden Bäumen, die wir abgeschlachtet haben. Nochmal ein Kaffee. Diesmal kommen wir aber nicht rein. Ist hier irgendjemand? Hi! Eine Wegbeschreibung. Ich gehe immer noch nach links und nach rechts. Aber wenn du dir meinen tollen Ort ansehen möchtest, mein Bruder hat von diesem Ort voller riesen Werbetafeln gehört. Vermutlich hat er gelogen. Vielleicht kann ich dir das mal ansehen. Okay. Willkommen im Park. Ich bin David. Einer von vielen Parkhütern, die sich um die Parks in unserer Region kümmern. Ich wollte dir nur sagen, dass diese Bäume krank sind. Sie leiden an einer seltenen Krankheit. Wir müssen sie fällen. Nachher kommen ein paar Waldarbeiter. Ich wollte dich nur warnen, damit du im Park sicher bist.
und damit du den Park respektierst und deine Gemeinde hilfst. Viel Spaß im Park. Ja, komm. Corona für Bäume. Ganz ehrlich, ich muss jetzt leider sagen, dass der jetzt nicht so besonders cool war. Tut mir leid. Ich spiele da jetzt nicht an andere Menschen in der Realität ab. Die sind sehr cool, aber der war jetzt echt nicht so cool. Naja, wenigstens darf ich seine Bäume töten. Und nicht so wie den wie des anderen Bäume, der so total ausgerastet ist und mir vorgeworfen hat, du hast meine Bäume getötet, sie waren meine einzige Freunde, meine Familie, mein kleiner Sohn, der Baumsetzling. Du hast ihn einfach so umgebracht. Hallo. Wie viele Türen waren schon verschlossen, ey? Über 1000 Türen musst du gehen. Ich war hier draußen, schufte und mühe mich ab für das Dice-Spiel. Respektiere die Dice-Boys. Oh, tut mir leid, ich habe nur dieses Lied mitgesungen. Ach, es war mitgesungen, Mist. Es ist ziemlich gut. Ja, dann, ich habe doch noch Dice-Musik, oder? Dice-Boy-Musik, aber okay. Dann halt nicht. Wenn das Spiel das nicht will, dann lassen wir das halt. So. Jetzt geht's ab. Jetzt ist Party angesagt. Da hoch komme ich auch wieder nicht. Haben wir, glaube ich, auf der Insel auch schon erstmal alles gemacht. Niemand will im Moment was von mir. Das verwirrt mich. Alle meine Leute auf dem Boot sind total friedlich und... Yay! Zerkleinerer. Oh, das ist aber ein kleiner Zerkleinerer. Und jetzt keine Anspielung auf meine Größe. Ich darf ein Gebäude klein nennen, auch wenn ich klein bin, okay? Es ist ein kleiner Zerkleinerer. Ich habe mir den größer vorgestellt. Ich weiß, dass du ein Hühnchen willst. Ich kann aber noch kein... Ich mache jetzt gleich Hühnchen für dich. Und dann wird er über Jordan geschickt. Sieh nur. Ach, wie er sich in einem Ohr gezogen hat. Das sah irgendwie süß aus. Wunderschön. Mickey kann die malmenden Geräusche schon von drinnen hören. Sicher eine Schönheit. Versuch etwas zu zerkleinern. Das fühlt sich super an. Lass was von deiner angestauten Wut raus. Wie? Ich werde es dir nicht erklären. Selbst ein Baby könnte das. Wirf die Maschine an und lass es krachen. Ein Kinderspiel. Ha ja, hast du ein paar Steine für den Anfang. Mach dich ans Zerschmettern. Ich werde hier warten und den Krach lauschen. Okay. Ich weiß, dass ich hier Öl machen kann. Okay, das ist mit Abstand mein Liebstes. Bisher. Ich liebe Sachen kaputt zu machen. Wisst ihr, was auch ein totaler Traumurlaub oder so ein Traumausflug für mich wäre? Ich würde unglaublich gerne mal... Oh, einen davon will ich auch gleich machen. Mal in so eine Müllhalde einfach... ganz viel so ein Auto kaputt machen mit so einem Hammer, mit so einem riesigen Hammer. Ah! Halt, muss zerstören! Ich weiß nicht, warum ich das so cool finde. Eigentlich ist es ziemlich unnötig. Ah, nee. Noch mehr. Ich weiß nicht, wofür ich das brauche, aber ich brauche das bestimmt. Oh, das ging schnell. Viel zu schnell. So, und noch mal ein bisschen Kalkstein. Nein, das Spiel ist nicht behämmert. Das ist super toll. Das ist hier sehr unterhaltsam und sehr gut. Wow. Dem Stein hast du es aber gezeigt, wo der Hammer hängt. Der hat laut um Gnade gebettelt. Das war ziemlich cool. Hat sich sicher gut angefühlt. Du hast echt was drauf, Kundschafterin. Ich weiß, dass du den nächsten Job erledigen kannst. Hör zu, Mickey braucht ein Haus. Nicht einfach nur irgendein Haus. Er braucht einen verdammten Palast. Marmor, vergoldete Spielen, Palmen innen drin. Das volle Programm. Etwas, das unsere alten Nachbarn zur Weißglut treiben würde. Kümmere dich rum. Gar keine Ansprüche. Alle Leute, die gerade auf meinem Boot sind, haben auf jeden Fall keine großen Ansprüche. Alles komplett normal. Wenn ich jetzt für den ihr Haus einfach nur Gold brauche, dann... Oh, das ist eine neue Schildkröte. So.
Jetzt können wir endlich etwas tun, auf das ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Kochen! Und jetzt bestimmt so, hä, was kochen wir jetzt? Wir kochen jetzt Hühnchen für den Frosch, damit er endlich von unserem Boot zieht. Nee, also ich mag den eigentlich total gerne. So richtig viel macht er jetzt auch nicht, aber... Hast du mal Holz für mich vielleicht? Ah, der braucht erstmal ein bisschen Futter. Kriegst jetzt erstmal die Kirsche. Sei so lieb. Ja, du kriegst auch hier eine Kirsche. Sherry, Sherry, Lady. Never more emotion. Ich kann den Text nicht. Tut mir leid. Es war gerade ziemlich peinlich. Na, 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 na. Listen to your heart. Das Lustige ist, ich habe gerade mal nochmal auf die Zuschauer geguckt. Gerade eben waren es 9, jetzt sind es 5. Das ist in dem Moment, wo Sherry Lady ist es umgesprungen. Was gibt es zum Mittagessen? Ich habe Hunger. Es ist illegal, Kinder hungern zu lassen. Okay, kriegst ja was. Was essen denn Kinder gern? Nachtisch isst der gern, aber ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, ich habe gar keinen Nachtisch mehr. Ja, gut. Immer keine Beeren. Listen to your heart. Pizzasalat mag ich glaube ich auch nicht. Das ist der, glaube ich. Der ist der anspruchsvollste, was Essen angeht. Das ging auf einmal ganz flott von 9 auf 5, aber mir soll jetzt recht sein. Also natürlich habe ich mich gefreut, als 9 waren, aber 5 sind ja auch noch vollkommen cool. So. Es liegt bestimmt an Sherry Sherry Lady. Das war einfach... Es war einfach ein bisschen too much. Müssen wir uns allen eingestehen. So, dann ist es fertig. Hey, sonst geht das doch immer so schnell. Hey, noch ein neues. Neue Info. Keine richtige Insel. Ja, ein kleines Jump-and-Run-Ding. Komm schon. Yay. Yay. Ey, wir haben letztes Mal auch von so einem total netten Lieferservice haben wir auch was extra gekriegt. Und das war halt super traurig, weil alles andere, was ich bestellt hatte, war halt einfach nicht lecker. Und dann eigentlich wollte ich denen eine nette Bewertung geben, weil sie gesagt haben, wir sind neu, könntet ihr uns bitte bewerten. Aber wenn ich ihnen eine Bewertung hätte geben müssen, hätte ich ihnen eine schlechte Bewertung geben müssen. Und dann hat mir das total leid getan, deswegen habe ich ihnen einfach keine Bewertung gegeben. Es begann mit einem Traum. Eine Stadt aus Containern in der Luft, die in den Wolken schweben. Dann bin ich aufgewacht und habe mir gesagt, das ist die lächerlichste Idee der Welt, Martin. Eine Stadt aus Containern auf dem Meer ergibt mehr Sinn. Also habe ich die gebaut. Hat ein paar Jahre gedauert. Da ist sie. Die Leute hier so Blödsinn. Richtig crazy Blödsinn. Die haben nichts zu tun. Aber wir haben keinen Salat gekriegt, sondern so ein Stück Kuchen. Das war richtig lecker. Warum steht ihr mal da und guckt immer glücklich die Steine an? Versteckter Fetisch. Der macht es nicht so viel aus, dass ihr Mann ihr fremd geht, weil sie selbst mit Steinen fremd geht. Guck mal, wie verliebt die. So als ob sie gerade... Oh, Kohle. Sie denkt sich Kohle, Kohle, Kohle. Ich fühle mich hier total unwohl. Es riecht nach nassen Lumpen und feuchten Handtüchern. Und nach Fisch. Das bist du selber. Vor allem nach Fisch. Es gefällt mir nicht, aber ich kann sonst nirgendwo hingehen. Deshalb beschwere ich mich einfach nur die ganze Zeit. Wow. Vorbildlich. Schönen Tag. Ich bin beschäftigt. Ich versuche ein Geschenk für meinen Bruder zu finden. Etwas Billiges. Ein Geschenk zum vollen Preis hat er nicht verdient. Mir schenkt er sowieso nie was. Ich werde schon was finden. Ich muss einfach nur darüber nachdenken. Hä? Ich komme da nicht mehr hoch. Oh, ich hoffe nicht, dass ich mich hier irgendwie verbuggt habe, weil ich noch nicht... Nee, ich komme hier noch hoch. Mit gut getimten Sprüngen komme ich hier hoch. Sowas ist immer anstrengend. So. Wie war der Salat und wo habt ihr bestellt? Wir haben heute auch bestellt. Ebenfalls guten Tag. Es freut mich, dass du was gesagt hast. Es wäre seltsam gewesen, wenn du einfach nur an mir vorbeigegangen wärst. Gut, das ist alles. Schönen Tag noch. Oh mein Gott. Stellt doch nicht überall unnötige NPCs hin, die nichts sagen. Es ist schwierig, die zu lesen. Ah!
Und hier ist auch nichts. Werden diese ganzen Inseln, die ich hier besuche, irgendwann noch wichtig? Findet es mir... find's Döner in Aalen. Findet es mit mir heraus, wenn es in der nächsten Runde wieder heißt Galileo Mystery. Ob irgendwas hier, was ich überhaupt hier mache, Sinn macht. So. Mein Bruder möchte wissen, wann wir endlich was zu futtern bekommen. Ja, okay. Ihr seid noch nicht mal richtig hungrig. Das Zeug hier ist viel zu einfach. Nur ein verdammter Zutat, für wen hältst du uns? Dumme Bauern, verdammter Abschaum. Mein Bruder hat Niveau. Mit diesem Fraß lassen wir uns nicht abspeisen. Sie haben also Ansprüche. Okay. Kriegst du eine Biske. Was? Ist dir klar, was du da machst? Mein Bruder ist allergisch gegen diesen Flusskrebsdreck. Servieren solchen Mist nie wieder. Und jetzt zieh Leine. Ich muss, glaube ich, bald noch mal ein bisschen was... Hey, ich muss dir was sagen. Das Zeug hier ist viel zu einfach. Das heißt, ich muss den immer mit zwei Sachen... Ich hätte gedacht, es reicht, wenn ich was Gekochtes gebe. Pilzsalat. Ah, das hat mehr als eins. Kostenloses Futter, endlich. Ganz ehrlich, das sind jetzt schon meine... Ich hasse die jetzt. Schon. Ich muss... Den Zutat... Ich muss den Gericht mit zwei Zutaten machen, weil ansonsten essen sie es nicht. Was ist das? Gebratenes Hühnchen. Das ist doch das, was ich brauche, oder? Ich glaube schon. Ein Flunder. Eine Flunder. Was will denn die Flunder von mir? Flunder wird jetzt mal erstmal mit Öl hier. Alle anderen so. Der Pilzkopf nervt mich auch schon, wenn es ums Essen geht. Weil die irgendwie kein Gemüse mag und kein Obst. Und da fallen halt schon 95% der Sachen irgendwie weg. So, wem wollte ich... Ach ja, ich wusste... Where are you, Frosch? Hier, you got... Ich hatte mal wieder Hunger, also habe ich etwas... Ja, er hat ein paar Bärschuhe wieder mitgebracht. Dankeschön. Oh, vor allem ziemlich viele Bären. Eine Schatzkarte. Die habe ich ja noch gar nicht. Schallplatte der Dice Boys. Krass. Ich habe so viele Sachen jetzt schon, die ich gar nicht bemerkt habe. Jetzt bin ich total verwirrt. Ach ja, ich wollte ihm was zu essen geben. Ja. Das erinnert mich immer an meinen Vater. Er hat so gerne gekocht. In der Küche war er ein totales Genie. Alle seine Gerichte waren immer perfekt. Aber bei der Zubereitung war er wütend. Beim Kochen ließ er sich von nichts ablenken. Man hatte den Eindruck, er wolle die Küche irgendwie bezwingen. Er war ein Kampf um Leben und Tod. Er gewann immer. Er kochte stundenlang, um eine Mahlzeit zu perfektionieren. Es dauerte Ewigkeiten. Ich war ja nur ein Kind. Und wenn das Essen fertig war, war es mir Schnuppe, was da vor mir stand. Von mir aus hätte es auch Frühstücksflocken sein können. Damals hasste ich es, ihm beim Kochen zuzusehen. Stundenlang warten zu müssen. Auf ein Gericht, das mir nichts bedeutete. Aber immer, wenn ich das hier esse, kommt es mir nicht mehr so schlimm vor. Also, danke, Candy. Oh, süß. Total Goldschätzchen. Total süß wieder. Was die alle so zu erzählen haben. Ah, es ist wieder zu dunkel. Ah! Ich bräuchte eine Angestellte. Ich würde schon ein paar von meinen Klims einfach abgeben, damit jemand die Leute für mich füttert und für mich die Barren macht und mehr Sachen für mich erledigt. Weil ich habe gedacht, die Leute auf meinem Schiff erledigen dann viele Sachen von alleine. Aber Quatsch, ich muss mich um alles kümmern. Wie ihre, als ob ich ihre Nanny wäre. Ist ja okay. Aber ich habe auch noch eine Schatzkarte gekriegt. Aber die Schätze bisher waren echt nie so großartig. Also so einen richtig krassen Schatz habe ich ja noch sowieso noch nicht gefunden. Okay, hier geht's zum Schwarzen. Ja, echt die super Nanny. Ah, wollen wir mal nochmal einen schweren Fisch fangen? Was wäre denn... Ah, hier ist Sandwich Walk. So, dann gucken wir mal in unser Inventar. Kartenkoordinaten 85. Ich habe schon noch eine gefunden. Ich habe noch welche gefunden. Kartenkoordinaten. Ah, stimmt. Ich wollte... Hier... Ich wollte... Abgefülltes Ektoplasma. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gekriegt, ne? Das weiß ich noch nicht, wo ich das herkriege. Aha. Ich brauche also doch kein Gold für ihr Haus, zum Glück. Es ist trotzdem ein großes Haus. Mann, oh Mann.
Ganz schön großes Haus. Boah. Oh mein Gott. Eine Kirche hier einfach aufgebaut. Was ist das für ein Riesending? Aber erstmal hier was rausholen. Ansonsten kriege ich gleich nochmal Ärger von denen, weil sie... Oh, Fischstäbchen habe ich gemacht. Ich bin einfach gerade gut dabei, muss ich sagen. Mit dem Ganzen. So, was habe ich denn viel? Und dann mit Muscheln kommen. 5 Stück. Ach, ich bin jetzt zum Fisch gefahren, ne? Ah, nee, zu. Hey! Nun, du siehst mitgenommen aus, Schätzchen. Hast du da draußen eine meiner Schwestern getroffen? Sie halten sich für so erwachsen. Denen werden wir es zeigen. Sie haben es dir bestimmt nicht leicht gemacht. Also ich bin Irina. Und keine Angst, ich beiße nicht. Bei mir kannst du in aller Ruhe investieren. Hüpf einfach auf meinen Rücken. Du kannst Mineralien oder Stämme platzieren. Ich erkenne eine Freundin, wenn ich sie sehe. Ich werde mich gut um dich kümmern. Also eigentlich ist das total praktisch. Ich habe halt super viele Sachen schon und das, was ich jetzt noch bräuchte. Komm, aber Silbererz, ja, dann brauche ich nachher nicht extra zum Drachen zu gehen. Kleine Cheat hier. Ich habe jetzt 59 Eschenstamm. Wie ist denn das so schnell gegangen? Ich habe die doch jetzt gerade erst entdeckt. Hä? Bin ja extrem verwirrt. Was läuft denn hier? Ja, komm, noch ein Zinkerz. Gut. Piu. Alles erledigt? Ja. Wir sehen uns später wieder. Weißt du was? Jetzt nett wäre, etwas zu essen. Habt ihr noch irgendwas anderes zu tun, als mich zu nerven, dass ihr die ganze Zeit fressen wollt? Mein Gott. Boah, Alter, ist das ein Bonsenhaus. Alter. Das sieht das amazing aus. Und die sagen noch nicht mal was dazu. Nö. Interessiert sie nicht wirklich. Okay, gut. Aha. Ich will dir jetzt nichts Nahrhaftes geben. Ah, ups. Junge. Genau das meine ich. Du hast keine Zeit für Pferdefans. Wir müssen uns ein paar passende Spitznamen für dich ausdenken. Maki, was meinst du? Nicht wahr? Der gefällt mir nicht. Schon vergeben. Phantomschreck? Der passt nicht. Gib ihm etwas Zeit. Okay. Ich gebe euch etwas Zeit, Jungs. Der braucht doch noch die Rosen. Warum hat der... Stella, lustige Geschichte. Ich habe gerade ein schreckliches Geräusch gehört. Ich dachte schon, oh nein, der Schiffsmotor fliegt gleich in die Luft. Aber nee, diese Ohren bedeuten mir gewaltige Getöse kam von meinem Magen. Komm schon, Erdnüsse. Ich bin am Verhungern. Ja, ich gebe dir was. Ich gebe dir was. Ha, danke, Bambina. Ich find's lustig, dass die Löwen Bären und Gemüse essen. Und sich alle anderen so anstellen. Vielen lieben Dank, Erdnüsschen. Ich werde auf diesen Strauß aufpassen. Haha, vielen Dank, Bambina. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug, um meine kleine Überraschung vorzubereiten. Oh, meine Geliebte wird vor Freude Luftsprünge machen. Vielen Dank, vielen lieben Dank. Es macht einen Mordspaß, mit dir zu arbeiten, weißt du? Kein Witz. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Zeitpunkt abwarten, das passende Parfüm wählen und voilà. Das wird einfach wundervoll. Oh, aber Bambina... Da fällt mir ein, ich habe dieses glänzende Ding. Ich hätte es dir schon früher geben sollen, aber ich war mir mit meinen Gedanken woanders. Und na gut, ich hatte es auch irgendwie ganz vergessen. Nimm es, du hast es dir redlich verdient. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wozu es gut sein könnte. Ach, Obolus, cool. Hä, das sieht ja mal cool aus. Die Insel erkenne ich. Wow, Wiedererkennungswert. Ihr habt es geschafft, Spieleentwickler. Diese Insel hat Wiedererkennungswert. Wildfang, etwas stimmt nicht. Ich spüre es in meinen Knochen. Hör zu, nur um sicher zu gehen. Könntest du auf dem Schiff die Augen nach meinem Ehemann offen halten? Vor allem nachts, das weiß ich zu schätzen. Danke, Stella. Oh, das klingt nicht gut. Aber es ist niemand auf dem Boot, der irgendwie... Er könnte was mit einem alten Frosch oder zwei Leuten anfangen, die irgendwie Mafia... der Mafia sind, also... Ich finde das schon eine grandiose Auswahl.
Früher war es hier richtig cool. Total angesagt und kreativ. Ich kann mich an eine Party erinnern, bei der... Warte mal, kann ich mich an eine Party erinnern? Oder war ich alleine? Ich erinnere mich an Leute. Waren da überhaupt Leute? Ich bin völlig verwirrt. Meh. Ach, ich kann die auch draußen scheren. Oh, das wusste ich gar nicht. Einfach mal auf die Inseln gehen und dann einfach mal die Schafe scheren. Mein Bruder hat dich geschickt. Er hatte gesagt, dass ich über diesen Ort gelogen habe. Wir liegen schon seit Jahren in der Fete. Der Klang seines Namens ist mir zuwider. Du musst unbedingt sofort zu meinem Bruder zurückkehren. Sofort! Erzähl ihm von diesem Wunder, diesem einzigartigen Ort. Rette meinen Ruf, große Abenteurerin. Ich weigere mich, diese bittere Rivalität weiter schweren zu lassen. Mein Bruder wird dich sicher für deine Anstrengungen entschädigen. Wow. Ich weiß nie... Und das finde ich halt auch nicht so cool. Ich weiß nie, wer jetzt genau wer ist. Ich liebe Werbung. Sie sagt mir, was ich denken soll. Ich liebe diese Werbung. Sie sagt mir, was ich denken soll. Das ist keine Wissenschaft. Das ist eine Art zu leben. Ich habe schon wieder falsch gedrückt. Nee, das war auch schon vorbei. Mit denen weiß ich auch noch nicht, was ich anfangen kann. Da habe ich auch schon zwei gesehen. Nein. So, jetzt aber. Das hat niemand von euch gesehen, okay? Was da gerade passiert ist. Oh Mann. Oh, das war so peinlich. Ah! Oh nein! Mann. Ist ja jetzt... Ja, ist halt nur schön, dass das jetzt auf jeden Fall für immer... Ich kann es rein theoretisch... Sag nicht, es ist peinlich, weil gleich wird es dann noch peinlicher. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Oh Mann! Oh. Oh. Ich hab's geschafft. Jetzt habe ich noch mehr Angst, runterzufallen. Okay, jetzt hier rüber. Oh, cool. Noch mehr Sachen. Gibt's hier noch was? Ne, da gibt's nur ein Hochschild. Okay. Ja, da war ich ja jetzt schon. Alle guten Dinge sind 34. Ey! Nein, alle guten Dinge sind, glaube ich, 5 Versuche habe ich gebraucht. Ich glaube, es waren nur 5. Ich glaube, es waren nicht 34, oder? Ich habe nicht mehr mitgezählt nach dem 4. Aber... Erdbeerstedt, habe ich dir jemals erzählt, dass ich nach dem Krieg ein Gasthaus eröffnet habe? Ich wollte nicht im Vertrieb arbeiten und Astrids Mutter wollte uns helfen. Darum sagte ich, warum nicht? Es war ein anständiges Etablissement, richtig nobel. Keine Spelunke, in der die Leute ihr miserables Leben vergessen wollen. Und eines Tages kommt dieser Gast herein, zersaust, offensichtlich verstört, sieht ständig über die Schulter, als ob er von Höllenhunden verfolgt werden würde. Er stürzt zur Bar, schnappte mich am Kragen und ruft voller Panik, 12 Gläser von deinem besten Schnaps! Bevor ich ihm überhaupt die Rechnung bringen kann, hatte er schon fast die Hälfte davon geleert. Ich fragte ihn also, mein Freund, was ist los mit dir, warum trinkst du so schnell? Er antwortete, wenn du das... Hättest, was ich habe, würdest du auch so schnell trinken. Überrascht und auch etwas erschrocken, fragte ich also, was zur Hölle hast du denn? Es steht sofort auf und sagt, nur 50 Cent und rast zur Tür hinaus. Ach, Erdnüsse, das ist jetzt schon 40 Jahre her. Ich muss immer noch darüber lachen. Ja, ich habe genug Oboli für den Abpraller. Ich will mich jetzt auch nicht schon wieder outen hier an der Stelle. Es kann vielleicht sein, dass ich vergessen habe, wo die Insel war. Wo ich am Praller lerne. Ja, den Witz kannte ich auch schon. Ist kein richtig neuer Witz. Gehen wir einfach mal zur Bushaltestelle. Wobei, gehen wir hier zur Bushaltestelle. Ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen was von diesen Meteor-Dingern. Nein, das ist nicht die Bushaltestelle. Oh Mann, ey, ich bin so toll, Mann. Gerade ganz schlimm. Nee, ich glaube, ich brauche nur nicht mal Meteor. Ich brauche... Ja, komm, gib mir einfach hin.
So, ich habe es mir jetzt endlich überlegt, wo ich hin will. Wow. Vielleicht kann ich das Haus von denen ja schon ein bisschen ausbauen. Schalentier-Eintopf, schon wieder was Neues. Und davon gleich so viele auf einmal. Warum kann ich das mit... Ah, doch, ich kann das mit Sachen kombinieren. Sehr schön. Das wird jetzt bestimmt ein Kuchen oder so. So. Hier erstmal noch ein bisschen was machen. Die Feldpflanzen sind auch schon alle fertig. Ah! Man kommt hier richtig in den Trubel. Komm schon, zieh! Du schaffst das. Yay! So. Ach, ich habe aber auch noch ganz viele andere. Vielleicht sollte ich die anderen Kartoffeln. Wie eine gute alte deutsche Hausfrau gesagt hat, wer keine Kartoffeln in seinem Hof hat, der hat keine Spatzen auf dem Dach. Was das jetzt heißen soll, was euch das jetzt sagen soll über euer Leben, müsst ihr die alte Hausfrau fragen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann euch nur das Wissen weitergeben, was mir vererbt wurde. So. Es ist halt auch umständlich, dass man für alles, was man kriegen kann, irgendwie was anderes braucht. So, ich glaube, es war irgendwo hier unten. Kann das sein? Gucken wir mal so. Mit der Maus geht es schneller. Nein. 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 Auch nein. Der Schrein ist schon ausgegraut. Kohle, seltene Truhe. Nichts. Schrein ist auch ausgegraut. Hm. Wo war es denn nochmal? Habe ich jetzt wirklich nicht übersehen? Ich hätte gedacht, der Schrein wäre eigentlich hier oben gewesen, aber da bin ich wohl falsch. Mal gucken, bevor ich irgendwie was übersehen habe. Ja, nee, hier ist alles erledigt. Hier brauche ich, glaube ich, gar nicht zu gucken. Ich habe auf jeden Fall einen Schrein schon hier unten gesehen, aber ich habe gedacht, ich hätte halt schon einfach... Komisch. Ja, okay, dann muss das vermutlich der Schrein... Das war irgendein Schrein... In den letzten 5 Inseln, die ich besucht habe, irgendwo war einer. Das kann ich noch ganz genau erinnern. Weil die ja super übersichtlich waren, diese Inseln. Und super einzigartig alle. Ja, hier ist eine. Oh, direkt ist eine Haltestelle. Ja. Sehr schön. Jetzt kriegen wir eine neue Fähigkeit. Juhu. Erstmal pennen. Ah, nee, ich soll den im Auge behalten. Ich kann nicht mit dem reden. Was denkt ihr, tut er? Fremdgehen? Ich bin eine sehr schlechte Spionin. Einfach so 2 Zentimeter von ihm entfernt. Ah, nee, stimmt. Ich habe letztes Mal gesagt, er hat einen Mafia-Boss zur Auswahl. 2 Mafia... Oh. Hä? Was ist das denn für Blödsinn? Okay. Gut, er ist hinter das Gebäude gegangen, wo man genau gar nichts sieht. Er hat auch noch eine weitere Auswahl, nämlich ein Kind. Auf dem Schiff, wow. Also, das ist doch meine Auswahl hier für seine Liebeleien. Also ganz ehrlich, wenn ich zwischen den 3, dann würde ich die Mafia-Bosse noch am ehesten, weil alles andere fände ich irgendwie ziemlich verwerflich. Ein alter OP. Die Mafia-Bosse können sich wenigstens noch wehren. So. Er geht also fremd.
Vermutlich. Hinter dem Haus. Wieder fremd. So, ich wollte ja jetzt schon mal zur Stadt abprallen lernen. So. Und dann auf in die Küche, da wo ich hingehöre. Bärenkuchen. Hä, die Rezepte, die quellen ja im Moment nur so über. Ich komme ja super schnell weiter. Ist ja richtig gut. Wie bitte? Wo war er? Wo war dieser Trickskerl letzte Nacht? Er hat offensichtlich nicht in seinem Bett geschlafen. Sally, es ist genau, wie ich befürchtet hatte. Ich wusste doch, dass ich es mir nicht nur eingebildet habe. Etwas war nicht in Ordnung. Außerdem kann ich einen Brief für ihn. Ich wollte ihn nicht öffnen. Hier, liest du ihn, bitte. Behalte ihn für mich im Auge. Folge ihm. Vielen Dank, Stella. Giovanni, mein Schatz, ich sehne mich nach deinem Brüllen. Jeden Tag ohne dich ist die reinste Folge. Triff mich in der Dämmerung. Ich werde in meinem Haus in Oxbury auf dich warten. Deine einzige liebe Jennifer. Leute. Das ist ja hier verwerflich. Das ist wirklich verwerflich hier. So. Deine einzige liebe Jennifer. Wow. Denkt ihr, das ist jetzt seine zweite Frau, die auch keine Ahnung von der anderen Frau hat? Das wäre echt doof. Übertrieben, Assi. Vor allem, wenn sie ja schon so schön schreibt, deine einzige Frau, dann denke ich auch, dass sie keine Ahnung... Oh! Ach, guck mal, da ist er ja, der... Wie perfekt ich das abgepasst habe, als ob ich das geplant hätte. Als ob ich das geplant hätte. Ist er denn? Also bisher sehe ich da nichts, was da gemacht wird. Ich bin Assi, weil ich in seine Briefe schaue. Er geht seiner Frau fremd. Also ganz ehrlich. Unsere nächste Fähigkeit. Yay. Natürlich würde ich das moralisch im echten Leben nicht machen. Ja, ich bin opulusreich gerade. Gerade eben habe ich ja noch einen gekauft. Bei dem Händler. Auf federnde. Ah! Oh! Okay, das... Hat mir zwar nichts gebracht, weil ich hier schon war, aber vielleicht bringt es mir... Ich glaube, es bringt mir hier sogar noch was. Oder war hier nicht noch irgendwas, was man da so... Nein. Ah, ja, vielleicht. Ja, stimmt da. Ach, da hatte ich schon letztes Mal Probleme mit dem Aufwind. Ach. Ich bin immer so nervös, wenn ich dann wirklich drauf komme. Okay, da komme ich noch nicht drauf. Oh. Ja, und was bringt mir das jetzt hier, dass ich hier unten bin? Hier oben bin? Wow. Nein. Nein! Hä? Hm.
Ich hätte ja irgendwie gedacht, irgendwo wäre hier ein Eingang, irgendein Fenster wäre offen oder so, aber ich habe nichts gesehen. Wenn man so schnell runterspringt, dann kann man sowieso wenig sehen. Habt ihr irgendwas gesehen? Oder bin ich einfach nur blind? Die Tür habe ich ja schon versucht. Komisch. Selbst hier. Ah! Man kann also noch höher springen, indem man das richtig... Wow, ich habe gelernt, wie man Brot macht. Wahrscheinlich jetzt... Naja, zumindest habe ich jetzt eine Sache. Ah, wir haben jetzt... Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wir haben jetzt hinten im Hintergrund haben wir jetzt die zwei Sternbilder freigeschaltet. Ne, die drei. Vermutlich wird bei jedem dann im Hintergrund immer noch ein Sternbild auftauchen. Das habe ich jetzt erst mitgekriegt. Das ist ja cute. So, aber... Eigentlich haben wir es jetzt. Dann lassen wir den jetzt einfach alleine, oder? Auf der Insel. Vielleicht sagt er seiner Geliebten aber auch nur Tschüss. Das könnte auch sein. Dass er ihr sagt so, nee, ich habe meine Frau wiedergefunden. Ich habe irgendwie gedacht, die wäre tot. Und deswegen... Ja. Deswegen kann ich nicht mehr zu dir, mein Schatz. So, mal in den Briefkasten gucken. Ah, schon wieder ein Brief von Albert. Besonderes Werbegeschenk. Geschätzte Kundin, derzeit bieten wir eine ganz besondere Aktion. Ja, die Sprungfläche. Von den Sachen mache ich fast nichts auf das Boot, weil mir die Sachen irgendwie unnötig erscheinen. Ich wollte aber mit dir reden. Ach, und er schläft da oben auf der Couch. Ich wollte ihn noch gar nicht mitnehmen. Frechheit. Ich darf immer noch entscheiden, wer auf mein Boot kommt und wer nicht kommt. Auf mein Boot. Und ich entscheide mich gegen diese Person.